anliegen. Ja, sag mal, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da, ich. Im Tierpark bist du. Ich? Park. Tierpark. Knüllwald heißt es ja, ne? Und wir glupfen die Tiere. Eben gerade war hier zwei Riesen vorbeigelaufen, aber mit meiner Kamera sieht man die nicht. Weil die genauso aussehen wie die ganzen Bäume. Da. Bibi ist beeindruckt von allem. Aber wir sind ein bisschen spät gekommen. Überall Wald und Berge. Toll, der ist so nah, aber bei der Kamera sieht man das nicht. Ja, stell dich mal so hin. Stell dich hin. Da ist einer. Und da ist einer. Aber jetzt hast du ihn, ne? Und da unten ist das dieser Platz, wo die dann halt wohnen. Aber hier sind sehr viele, die so mitten auf dem Weg laufen. Die kann man dann streicheln und füttern. Naja. Und da vorne gibt es Bänke und da kann man sitzen und dann kommen die an und dann vorne am Eingang kann man immer so Futter kaufen und die Tiere halt immer füttern. Haben wir auch letztes Mal, glaube ich, gemacht. Haben wir Futter gekauft gehabt und Jan konnte es füttern, aber diesmal haben wir es nicht gemacht. Haben wir nichts mitgenommen. Nicht da laufen. Nee, Jan ist schon mal hingefallen. Komm Jan, ja. Da, guck mal, wird gestreichelt. Oh. Eben haben wir Ponys gestreichelt und einen Fuchs gesehen. Den Dachs nicht. Ja. Ja. Und jetzt laufen wir mal weiter. Rehe und Hirsch ist alles gemischt, alles ist offen, die sind, können frei laufen. Weil hier sind Ziegen, haben wir gerade mitgekriegt, und da hinten liegt ein Bock. Nein, bleib stehen, ja. Bleib stehen. Da, viele, sind ganz viele vorne. Ein Reh und Ziegenbabys. Und die laufen gerade weg. Da hinten ist ein kleines. Also ist ganz cool hier mit Kindern. Aber muss man ein bisschen früher kommen, dann kann man bei den Fütterungen dabei sein, wenn die alle gefüttert werden. Wir waren im Herbst und da waren die alle. Und da waren die Tiere halt noch alle zu. Waren die alle im Gehege. Aber jetzt ist ja warm, Sommer, und dann sind die Tiere halt frei und laufen durch die Gegend. Kann man sie halt streicheln. Muss nicht unbedingt sein, aber ich stinke. Ja. Jan, vorsichtig, der kann dich beißen, wenn er böse wird. Ich will noch. Ja, ich weiß. Dann noch. Naja, komm, gucken wir noch. Und das ein. Da, ja, guck. Ich esse es. Ich esse es. Komm, los.
Der sieht cool aus. Kannst du nicht streichen. Und den Hallo. 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 Da liegen welche. Ja. Wie schön. Und ist gut hier? Ja. Ja, gefällt es dir? Ja. Ja. Dann komm. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all.
die Wildschweine sind das. Die kleinen, ja gut, so klein sind die auch nicht mehr. Ich zeige euch mal welche. Fast am Ende. Wir haben jetzt auch nicht alle Tiere gesehen. Wir haben nicht so einen großen Rundgang gemacht. Was? Und ja, wir haben den Büffel zum Beispiel nicht gesehen. Und den Luchs. Aber macht nichts. Wir haben jetzt, denke ich mal, schon viele Tiere gesehen. Oder die Kinder haben die gesehen. Und jetzt gehen wir schon langsam zu dem Ausgang. Vorne gibt es noch einen Spielplatz. Da können die Kinder noch ein bisschen spielen. Und was denn? Was machen die denn? Ich sing. Mama, ich sing. Na klar, stinkt das. Und da liegt gerade ein Schwein und viele Ferkel sind drumherum und nuckeln. Und ja, jetzt gehen wir langsam zum Ausgang. Und die Kinder können ein bisschen vorne spielen, wir haben noch was zu essen, können hier noch ein bisschen was naschen und dann werden wir uns auch schon langsam auf dem Weg nach Hause sein. Und dann sagt Alleben. Und hier sind zwei Ältere. Guckt mal. Schlafen. Hallo, jetzt? Ja. Другие тоже подошли, понюхали, не хотели. Эти трое там кемпаются, лосят. Ja. Also dieser Knüllwaldpark, der befindet sich in der Nähe von Homberg-Efze, wie man hier in der Nähe wohnt. Kennt's bestimmt. Oh ja, wir haben jetzt für den Eintritt, was haben wir? 13 Euro bezahlt. Aber wir hatten Familienkarte oder so gehabt. Weil ich denke mal, für die Kinder unter 3 Jahren muss man nicht zahlen oder unter 4 Jahren. Weil die Lea ist ja 1 Jahr und der Jan ist 3 und 2 erwachsen. Deswegen haben wir 13 Euro bezahlt. Ich denke mal, ist in Ordnung für den Preis. 4 Leute. Und man kann ja hier so lange rumlaufen, wie man will. Ist keine Zeit eingeschränkt. Ja, hier ist noch schön Wald. Lea fand es eben gerade nicht so toll mit den Schafen. Sie hat sich ein bisschen aufgeregt. Naja. Und Otters, glaube ich, gibt es hier auch. Hier vorne. Gucken wir mal, ob die da sind. Nee, hier vorne gab es die doch immer, oder nicht? Ach, da oben sind Enten. Hier sind die Otter. Otter. Da sieht man jetzt aber nichts. Ist eher Wasser und. Und Enten. Können wir da durch? Nein. Da ist zu. Müssen wir zurück und da hoch. Oh. Genau da, wo ich nicht lang gehen wollte. Na gut. Was ist das? Gipfel. Ja, das Beste im Tierpark. Voll fett. Pringles essen. Das könnt nur ihr.
melden. Wir sind jetzt schon mittlerweile zu Hause. Wir haben jetzt auch schon 8:30 ungefähr. Wir waren dann ja mit den Kindern in dem Park und dann gab es vor dem Ausgang noch so einen Spielplatz, wo man dann spielen konnte und essen. Wir haben noch was da gegessen, was wir halt mitgenommen haben. Ich hatte so Brötchen mitgehabt und Äpfeln und was Süßes. Das haben wir dann noch gegessen. Jan hat schön gespielt mit den Kindern, die da waren auf dem Spielplatz und sind wir auch losgefahren. Die haben geschlafen, die zwei, und dann sind wir noch bei McDonald's vorbeigefahren, haben das dann mitgenommen, weil die Kinder ja geschlafen haben, und sind auf den Spielplatz gegangen, haben das auf dem Spielplatz gegessen und sind dann nach Hause gefahren. Also Spielplatz nicht direkt hier bei uns, wo wir wohnen, sondern ein anderes Dorf. Und dann haben wir da das aufgegessen oder teilgegessen. Und Jan hat noch geschaukelt und die Lea auch. Und jetzt sind wir zu Hause. Die Lea ist da auf ihrem kleinen Fahrrad. Wir sitzen auf der Terrasse. Und ja, die fährt da. Der Jan ist da, hat Spielzeug von Happy Meal. Der Mann ist drin. Ja, jetzt sitzen wir ein bisschen draußen. Das schöne Wetter mal genießen. Nicht regnet und so. Das auch noch. Ja, nee, das nicht. Obwohl heute so regnerisch aussah und ich dachte, oh, wird nicht so schöner Tag, aber nö, ist doch schön. Mama ist leer. Oh. Gilli, gilli, gilli. Dann komm, fahr. Butsch, da kommst du nicht voran. Ja, und dann wollte ich sagen, tut mir leid, es kam mir jetzt längere Zeit kein Videos, weil mein Laptop kaputt gegangen ist. Die Grafikkarte oder was auch immer da funktioniert nicht mehr. Ich kann nichts mehr machen. Nelikin. Und deswegen ja, müssen wir es zur Reparatur wegbringen. Und ich werde versuchen, von meinem Mann den Laptop zu nehmen, den er hat. Und da die Videos, die ich jetzt etwas vorgedreht habe oder die ich gedreht hatte und wollte bearbeiten auf meinem Laptop und es nicht mehr geschafft habe, werde ich auf seinem Laptop bearbeiten und ja, online stellen. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein bisschen hier auf der Terrasse chillen und dann muss mein Mann schon schlafen, der muss morgen arbeiten. Ja. Nee, kann ich nicht. Und die Kinder gehen dann auch schlafen. Ja, und der Tag ist dann auch schon gelaufen. Mama, da nicht. Da nicht. Ja, wenn du es da hinschießt, wird es weg sein. Weg sein? Ja. Ich esse. Ja. Zack. Ab gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt schön draußen. Und genießen ein bisschen das ruhige Wetter. Ja. Ja, ja, ja. Vorsicht. Ja, und ansonsten gibt es was Neues. Eigentlich nicht wirklich. Weiß ich nicht, eigentlich Mama, nicht. Moment. Ja, perfekt. Toller Blick. Ja. Papa. Deckel da hinlegen. Ja, der Jan geht ja im Kindergarten, ist der ja schon. Ansonsten, ja. Chillen wir hier. Unsere Terrasse ist sehr, sehr groß. Also da vorne ist noch Platz und hier. Wir haben hier so eine Sitzgruppe und es passt locker noch zwei Stück. Ja. Auf jeden Fall. Baby beschimpft die Nachbarn. Jetzt haben wir entdeckt, dass Jan was ist. Nee. Mama ist leer. Ja, okay. Gut. Ich hoffe, euch hat unser kleiner
Vlog heute, unser Ausflug zu den Tierpark gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr vielleicht Videowünsche habt, was ich bis jetzt noch nie gedreht habe, könnt ihr mir es auch gerne schreiben. Ich werde es versuchen, so schnell wie möglich das zu machen. Und ja, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ich auch.